Ich erhalte auf meinem Kanal immer wieder folgende Frage, nämlich Leon, du stellst immer nur Methoden vor, mit denen man Geld verdienen kann, wenn man ein Gewerbe hat. Gibt es denn eigentlich auch Methoden, mit denen man online Geld verdienen kann, ohne ein Gewerbe dafür zu benötigen? Und ja, tatsächlich, solche Methoden gibt es. Und man kann grundsätzlich diese Methoden in zwei unterschiedliche Bereiche aufsplitten, nämlich erstmal das ganze Thema Investments, nämlich wenn ihr online zum Beispiel Geld anlegt oder grundsätzlich Geld anlegt, dann braucht ihr dafür kein Gewerbe. Und da gibt es nochmal eine andere Kategorie, nämlich die Kategorie des Freiberuflers. Status ist, für die ihr keine explizite Gewerbeanmeldung benötigt und wo ihr online mit Geld verdienen könnt. Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne insgesamt fünf unterschiedliche Wege zeigen, die ihr nutzen könnt, ohne Gewerbe online Geld verdienen zu können. Fangen wir direkt mit der ersten Methode an und das wird euch vielleicht überraschen, nämlich ich habe jetzt schon ein paar Mal auf diesem Kanal die Plattform Naga vorgestellt und Naga ist eine von den wenigen Plattformen, wo ihr täglich Profite erzielen könnt und dafür kein Gewerbe benötigt. Nämlich grundsätzlich ist es so, wenn man Geld online anlegt, dass man dort etwas hat, das nennt sich ein Steuerfreibetrag. Das heißt, ein Betrag, auf den man wirklich keine Steuern auch in Deutschland zahlen muss. Und wenn man dann mehr Geld als diesen Betrag verdient, ja, dann tatsächlich fällt eine Steuer an. Aber bei Investments ist das auch in der Regel eine geringere Steuer als tatsächlich bei einem typischen Einkommen, das ich durch eine gewerbliche Tätigkeit erziele. Und genau deswegen ist es für so viele Leute attraktiv zu sagen, so, ich verdiene mein Geld vor allen Dingen halt durch Investments, muss dementsprechend erstmal auf die ersten paar Einnahmen keine Steuern zahlen und dann, wenn ich überhaupt erstmal wirkliche Einnahme ziele, dann ist der Steuersatz auch in vielen Fällen zumindest geringer als der Steuersatz, den man normalerweise zahlt, wenn man normales Einkommen hat. Und ich denke, viele von euch kennen sicherlich die Plattform Naga. Für die Leute unter euch, die es noch überhaupt nicht kennen, es handelt sich dabei um einfach eine Copy-Trading-Plattform. Bedeutet in der Praxis, dass wir hier erfolgreiche Trader uns aussuchen können und wir können dann auf Autokopieren draufklicken und kopieren damit die Trades von dieser Person. Hier sind mal so ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier haben wir einen Trader, der nennt sich Brokkoli72 und diese Person wird von 486 Autokopierern kopiert. Und diese 486 Autokopierer haben im letzten Monat 412.000 Dollar verdient. Das heißt, ungefähr Pi mal Daumen sprechen wir hier von Einnahmen von 1.000 Euro pro Person pro Monat. Es gibt natürlich hier Leute, die haben sehr viel mehr Geld angelegt und werden dementsprechend natürlich auch einen großen Teil von diesen 412.000 Dollar verdient haben. Aber die meisten werden hier richtig, richtig gutes Geld im letzten Monat verdient haben. Einfach nur dadurch, dass sie einmal auf Autokopieren draufgeklickt haben. Und ihr könnt das Ganze auch machen. Ich habe euch mal einen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan. Ihr müsst einfach nur hier in die rechte obere Ecke gehen, müsst auf Registrieren draufklicken. Die Registrierung dauert ungefähr 30 Sekunden, das heißt, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, die Registrierung an sich ist völlig kostenlos. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend sofort Geld investieren, sondern ihr könnt euch registrieren, könnt euch das Ganze anschauen und wenn ihr dann sagt, hey, ich bin davon überzeugt, dann könnt ihr natürlich auch Geld investieren. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich, ziemlich easy. Zum Beispiel, ihr geht hier auf die Top Trader drauf. Ihr könnt das machen, indem ihr hier auf die linke Seite geht. Ihr klickt hier oben auf Copy Trading und dann werdet ihr hierhin weitergeleitet. Und hier sehen wir jetzt die Top-Trader aus dem letzten Monat. Das heißt, die Trader, die ihren Kopierern am meisten Geld gemacht haben. Und wenn ich jetzt sage, so, den Brokkoli72, den möchte ich selbst auch kopieren und möchte mir ein passives Einkommen aufbauen, dann klicke ich einfach nur hier auf Autokopieren drauf. Anschließend dann geht dieses Fenster hier auf und dann kann ich sagen, so, ich möchte zum Beispiel diese Person hier in einem Verhältnis von 50% kopieren oder ich möchte wirklich jeden Trade von der Person kopieren oder vielleicht, sagen wir mal, nur so 25% oder welchen Betrag auch immer, beziehungsweise Prozentsatz auch immer. Ihr könnt auch hier einen ganz spezifischen Betrag nehmen und könnt sagen, so, ich möchte, sagen wir mal, diese Person hier mit nur 500 Euro kopieren oder mit nur 1000 Euro kopieren oder welcher Summe auch immer. Und wenn natürlich dann diese Person hier einen Trade erfolgreich schließt, das heißt, Gewinn mit dem Trade macht, dann macht ihr auch Gewinn. Und ihr könnt ja mal auf die Person hier drauf gehen, könnt euch mal ganz genau anschauen, was die hier so macht und ihr könnt zum Beispiel auch hier in die Statistiken reingehen und könnt auch überprüfen, hey, wie profitabel ist diese Person denn tatsächlich? Und haben die Leute, die ihn kopieren, tatsächlich Gewinn erzielt? Und die Antwort hier zum Beispiel bei dieser Person ist definitiv ja. Und das kann man natürlich auch bei ganz, ganz vielen anderen von diesen Tradern hier machen. Das heißt, man kann immer auf die Person draufgehen, kann sich die Person genauer anschauen, kann ganz genau auch nachvollziehen, welche Trades diese Person hier geschlossen hat und kann dementsprechend auch sehen, was die Person im Detail alles tradet. Natürlich ist es so, wenn diese Person hier auch mal einen negativen Trade schließt, das heißt, einen Trade auch im Minus schließt, dass dann natürlich auch der Trade bei euch im Minus geschlossen wird. Aber, und ich glaube, das ist das wirklich, wirklich Schöne, wenn ihr zum Beispiel sagt, so, hier gibt es einen Trader, den finde ich super, aber vielleicht einer von den
den Trades, die gerade negativ sind und die noch nicht geschlossen wurden, die möchte ich nicht weiter offen lassen. Dann könnt ihr auch von eurer Seite jederzeit sagen, so zum Beispiel ein Trade, den diese Person hier eröffnet hat, den möchte ich selbst schließen. Das heißt, ihr seid nicht unbedingt gezwungen, erstmal jeden einzelnen Trade zu kopieren, das müsst ihr nicht. Und ihr könnt natürlich auch, wenn mal ein Trade ins Minus geht, sofort einfach sagen, so, ich kopiere die Person nicht mehr weiter, beziehungsweise ich schließe auch diesen einen spezifischen Trade, den die Person nun offen gelassen hat. Und bei mir ist es zum Beispiel derzeit so, dass ich seit ziemlich genau 3 Monaten hier am Machen bin. Was genau tue ich hier? Nämlich, ich baue mir derzeit auch meine eigene Statistik auf, was einfach nur bedeutet, ich trade hier auf dieser Plattform alles noch, und da möchte ich ganz transparent mit euch sein, das hier ist noch ein Demo-Account, das hier ist kein echtes Geld, was ihr hier seht. Warum mache ich das Ganze? Weil ich seit ein paar Monaten hier vor allen Dingen probiere, eine Strategie aufzusetzen, die wirklich gut funktioniert und wo ich regelmäßig mit Gewinne erzielen kann. Und das A und O ist für mich halt, wie gesagt, einfach Risikomanagement, und da bin ich mit ganz transparent mit euch. Zum Beispiel hier seht ihr meine geschlossenen Trades. 31 Trades habe ich bisher geschlossen, und schaut mal, ich habe nur einen einzigen aktiven Trade, und dieser Trade ist derzeit auch ein Turnaround-Trade, das heißt, er wird hoffentlich sehr, sehr bald profitabel sein. Das heißt, insgesamt bin ich derzeit ungefähr, sagen wir mal, 29 Euro, 30 Euro jetzt im Minus, was diesen einen Trade angeht, aber meine Trades, die ich positiv geschlossen habe, bin ich bei 69 Euro und 56 Cent im Plus. Und das Ganze mache ich jetzt hier noch für einige Wochen, einige Monate, bis ich wirklich, wirklich eine gute Strategie habe, und dann kann man mich auch tatsächlich auf diese Plattform in der Zukunft kopieren. Und wenn ihr selbst damit loslegen wollt, dann, wie gesagt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link. Einfach hier oben kurz auf Registrieren draufklicken. Dann, wie gesagt, werdet ihr direkt weitergeleitet, könnt euren Account komplett kostenfrei anlegen, und wenn ihr dann eine Person kopieren wollt, dann klickt ihr einfach nur hier auf Folgen drauf, beziehungsweise natürlich auf Autokopieren. In meinem Falle habe ich jetzt hier Folgen. Wir gehen hier unten auf Autokopieren drauf, da haben wir es, und dann können wir hier ganz genau eintragen, mit welchem Verhältnis wir diese Person hier kopieren wollen, wenn wir das wollen. Und ihr könnt hier oben auch immer in die Bestenliste reinschauen, könnt ganz genau schauen, wie viel andere Leute zum Beispiel auch damit verdient haben. Zum Beispiel diese Person hier hat im letzten Monat 89.000 Dollar verdient, oder diese Person hier 75.000 Dollar, 57.000 Dollar, und das ist halt echt eine richtig, richtig spannende Geschichte, und das könnt ihr tatsächlich ohne ein Gewerbe machen. Dann vielleicht noch eine kurze Information zu Naga. Wenn ihr übrigens sagt, so, ich möchte hier einen Trader kopieren und ihr wollt diese Person irgendwann nicht mehr kopieren, könnt ihr das natürlich auch jederzeit tun. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel jeden einzelnen Monat euch immer die profitabelsten Trader nehmen, und wenn die nächsten Monat vielleicht nicht mehr so gut performen, dann stoppt ihr einfach das Kopieren und seid dann, wie gesagt, der schönen Fein raus. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Naga. Deswegen, Link zu Naga befindet sich in der Videobeschreibung drin. Eine weitere Sache, die ihr natürlich jederzeit machen könnt, ist ein eigenes Depot zu eröffnen. Das habe ich auch gemacht. Ich zum Beispiel habe derzeit mein Depot bei der Comdirect. Ich überlege derzeit noch ein weiteres Depot aufzumachen bei Trade Republic, das vor allen Dingen halt im Short-Term-Bereich sein wird. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, so, ich möchte mir einfach ein regelmäßiges Einkommen aufbauen, dann könnt ihr das Ganze über die Comdirect machen, indem ihr zum Beispiel in gute, sag ich mal, Dividendenaktien investiert. Übrigens, alles, was ich euch heute sage, soll keinesfalls eine Anlageberatung sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Beschäftigt euch auch immer mit dem Risiko, weil jedes einzelne Investment birgt auch immer Risiko. Das ist einfach so. Und wer das nicht sagt, der, wie gesagt, ist nicht transparent mit euch. Und natürlich ist es so, dass ihr eure eigenen Entscheidungen treffen müsst. Ich möchte euch keinesfalls sagen, hey, kauft diese spezifische Aktie oder macht dies oder macht das. Was mir einfach nur wichtig ist, ist, dass ihr selbst ein, in Anführungsstrichen, mündiger Bürger werdet und selbst, sag ich jetzt mal, einschätzen könnt, was ein gutes Investment ist und was vielleicht ein schlechtes Investment ist. Und für mich persönlich ist immer sehr wichtig, dass ich mir vor allen Dingen mehrere Einnahmequellen aufbaue, und bei mir zum Beispiel ist Naga halt so eine Einnahmequelle, die halt sehr short-term ist, und ich habe sonst natürlich bei der Comdirect zum Beispiel, wo ich mein Depot habe, eher langfristige Investments. Was in der Praxis bedeutet, ich investiere zum Beispiel Geld in Dividendenaktien. Zum Beispiel eine von meinen größten Positionen war bisher immer die Münchner Rück. Ich habe jetzt die Münchner Rück am Hochpunkt verkauft, nämlich ziemlich genau bei 320 Euro. Ich plane die Münchner Rück aber so bald wieder irgendwie möglich wieder zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass der Preis von der Münchner Rück ein paar Prozentpunkte fallen wird, und ein paar Prozentpunkte soll bedeuten 20-30%, und dann lohnt es sich für mich auf jeden Fall wieder zu kaufen. Ich habe damals die Münchner Rück vor ein paar Wochen mit vielen, vielen tausend Euro an Gewinn verkauft. Das könnt ihr übrigens auch auf Instagram nachvollziehen, da habe ich es nämlich gepostet. Und warum ich zum Beispiel in diesem Unternehmen so interessiert bin, ist einfach, es ist ein wahnsinnig solides Unternehmen, es ist der Versicherer und zahlt mir jeden einzelnes Jahr eine Dividende von 5,62%, was in der Praxis bedeutet, wenn ich, sagen wir mal, 1.000 Euro investiere, hier 56,20 Euro pro Jahr rausbekomme,
bekomme. Und ich habe natürlich viel, 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 viel mehr investiert. Ich meine, ich hatte ungefähr 20.000, 30.000 drin. Und dementsprechend kriege ich natürlich dann hier auch viele, viele hundert, viele, viele tausend Euro pro Jahr an Dividende raus. Und jeder von euch kann das Ganze auch machen. Klar, ihr werdet nicht sofort 10.000 Euro investieren können, aber langfristig traue ich das jedem von euch zu. Und übrigens, falls ihr zum Beispiel auch selbst ein Depot bei der Comdirect anlegen wollt, wo ich auch mein Depot habe, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dann eine weitere Plattform, wo ihr tatsächlich ohne Gewerbegeld verdienen könnt und das mit einem Freiberuflerstatus, ist die Plattform Udemy. Udemy zum Beispiel ist eine Plattform, wo ich sehr, sehr viele Kurse unterrichte und wo ich ehrlich gestehen muss, dass die Plattform mein Leben verändert hat, aus vor allen Dingen der finanziellen Sicht. Es ist eine großartige Plattform zu unterrichten und für mich vor allen Dingen auch ein sehr, sehr guter Weg gewesen, meine Leidenschaft in die Tat umzusetzen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise zu meinem Beruf zu machen, weil ich immer schon Freude daran hatte, Leuten etwas beizubringen. Ihr könnt auch jederzeit Kurse unterrichten, könnt sie hier publizieren und immer wenn sich ein Kurs verkauft, klar, erzielt die Einnahmen, ihr kriegt hier einen Profit Share und diese Einnahmen werden in der Regel über den Freiberuflerstatus versteuert. Dasselbe geht übrigens auch hinsichtlich des KDP Publishings, das heißt, wenn ihr Bücher zum Beispiel bei Amazon anbieten wollt, könnt ihr es hier jederzeit über kdp.amazon.com machen, sei es Ratgeber, sei es zum Beispiel Romane, sei es auch Low-Content-Bücher, das zählt in der Regel für die Finanzämter als eine freiberufliche Tätigkeit. Und dann, wenn ihr zum Beispiel auch Audiobücher einsprecht und ihr verkauft diese, also eure eigenen Audiobücher, dann kann das Ganze auch in der Regel tatsächlich als eine freiberufliche Tätigkeit gelten und dementsprechend auch euch dazu befähigen, ohne Gewerbe ein Online-Business zu starten. Und natürlich, diese ganzen Informationen, diese steuerlichen Informationen, die ich euch heute hier in diesem Video gegeben habe, dafür kann ich selbstverständlich keine Gewerbe nehmen. Sprecht auf jeden Fall immer noch mal mit einem Steuerberater, folgt nicht einfach nur blind irgendwelchen Tipps. Aber ich kann euch zumindest Folgendes sagen, es gibt viele tolle Wege, wie man Geld verdienen kann, auch ohne Gewerbe. Und die meisten von denen, meines Erachtens, sind halt im Investmentbereich. Das heißt, falls ihr zum Beispiel auch ein Depot anlegen wollt, bei der Comdirect, oder ihr wollt zum Beispiel auch passiv Geld verdienen durch Naga, dann schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Links dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Bei Naga, wie gesagt, habt ihr einen Riesenvorteil, dass ihr das Ganze komplett kostenfrei erstmal machen könnt. Das heißt, ihr könnt euch komplett kostenfrei registrieren und anschließend dann, sobald ihr in der Plattform drin seid, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das wollt, aber ihr müsst nicht an diese Copy-Trader oder an diese Autokopierer euch anschließen und könnt dann hier erfolgreiche Trader kopieren, indem ihr einfach nur hier auf Autokopieren draufklickt und dann halt den jeweiligen Betrag eingibt, mit dem ihr diese Person hier kopieren wollt. Deswegen nochmal, Link zu Naga befindet sich in der Videobeschreibung drin. Gut, das war es dann tatsächlich heute hier schon für dieses Video. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.